Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesregierung ist zu ihrem ersten Treffen nach der Sommerpause zusammengekommen. In den vergangenen 4 Wochen hatte das Kabinett keine regulären Sitzungen. Dennoch machte die Koalition von sich reden mit öffentlich ausgetragenen Streitigkeiten, etwa über den Haushalt. Minister der Ampelparteien lieferten sich in den Medien einen Schlagabtausch. Ein Selfie zur Erinnerung. Aktuell gehört das Berliner Regierungsviertel den Touristen. Doch jetzt geht es wieder los in der Politik. Heute traf sich das Kabinett. Erstmals, seit der Grünen-Chef die Koalition eine Übergangsregierung nannte, doch zur Stimmung in der Ampel keine Auskunft. Ja, wie Sie wissen, sind die Kabinettssitzungen geheim und aus denen wird nicht berichtet, es wird nur über die Beschlüsse berichtet. Noch gut ein Jahr bis zur nächsten Bundestagswahl und noch hat die Koalition einiges auf dem Zettel. Beispielsweise das Rentenpaket plus die Reform der privaten Altersvorsorge. Die Krankenhausreform und Wirtschaftsreform, die sogenannte Wachstumsinitiative. Darauf wartet die Wirtschaft. Aber den guten Willen sehen wir durchaus, auch bei dieser Bundesregierung. Aber es zerfleddert dann zunächst im Streit innerhalb der Bundesregierung. Dann nutzt leider auch die Union oft solche Themen dazu, sich profilieren zu müssen und parteipolitisches Klein-Klein zu machen. So war es auch beim Wachstumschancengesetz. Das alles geht nicht mehr. Eine Fortschrittskoalition wollte die Ampel sein, hat durchaus einige ihrer Ziele erreicht. Sie hat das Bürgergeld eingeführt, seit Beginn des Ukraine-Kriegs die Gasvorräte gesichert, hat ermöglicht, dass den Geschlechtseintrag leichter ändern kann, wer sich in seinem Körper nicht wohlfühlt. Gesellschaftspolitik, wohl nur da verstehe sich die Ampel gut, sagen Politikwissenschaftler, nicht aber bei Wirtschaft und Finanzen. Es wird natürlich schwer werden, einmal weil ohnehin die Unterschiede zwischen den Parteien inhaltlich groß sind und gleichzeitig, weil die Parteien unter dem Druck stehen, sich zu profilieren, um ihre Anhängerinnen und Anhänger davon zu überzeugen, bei den anstehenden Wahlen und auch bei der kommenden Bundestagswahl für sie zu stimmen. Spätestens bei der anstehenden Haushaltsdebatte könnte es also wieder ordentlich Streit geben. Yes, we can. Ja, wir können's. Mit diesem Slogan wurde Barack Obama 2008 zum ersten schwarzen US-Präsidenten gewählt. Auf dem Parteitag der Demokraten hat er den Spruch jetzt auf Kamala Harris umgemünzt. Yes, she can. Ja, sie kann's. Obama will Harris als erste Frau im Weißen Haus und auch Michelle Obama wirbt für sie. Amerikas bekanntestes Powerpaar ist zurück auf der politischen Bühne. Michelle und Barack Obama schwören die Demokraten in ihrer Heimatstadt Chicago auf einen harten Wahlkampf ein und nutzen dafür ihr altes Motto, Hoffnung. Amerika, die Hoffnung ist zurück. Sie machen aber auch deutlich, es wird ein knappes Rennen werden. Wir müssen aufstehen, nicht nur für unsere Freiheit, sondern für Anstand und Menschlichkeit, für Respekt, Würde und Mitgefühl. Sitzt nicht rum und jammert, tut etwas. Die Delegierten feiern sie laut und lange. Auf diesem Parteitag deutlich im Fokus Frauen und ihre Themen. Barack Obama gilt als bester Redner seiner Partei. Er teilt klar gegen Donald Trump aus. Wir brauchen nicht noch einmal 4 Jahre Geschrei, Stümperhaftigkeit und Chaos. Diesen Film kennen wir schon. Und wir alle wissen auch, eine Fortsetzung ist in der Regel schlechter. Wir sind bereit für Präsidentin Kamala Harris. Die wurde von einem Wahlkampfauftritt im benachbarten Wisconsin zugeschaltet. Der Parteitag in Chicago soll vor allem dazu dienen, an der Parteibasis die Begeisterung für Kamala Harris zu entfachen und Themen zu setzen, für die in den kommenden 76 Tagen bis zur Wahl gekämpft werden soll. Bislang hat das funktioniert. Die Demokraten zeigen sich euphorisch und geeint, wie seit Obamas Zeiten nicht. Seit Harris an Bidens Stelle gerückt ist, gehen die Umfragewerte für die Demokraten nach oben.
Die Ukraine setzt ihren militärischen Vorstoß in der russischen Grenzregion Kursk fort. Kiew war Anfang August von der reinen Verteidigung abgerückt, offenbar in der Hoffnung, so die russische Angriffsfront im Südosten zu schwächen. Doch der Plan scheint nicht aufzugehen, denn im Südosten wächst der Druck auf ukrainische Verbände. Russische Einheiten stehen bereits vor Pokrowsk. Die Ukraine dagegen spricht von Geländegewinnen in der Region Kursk, unter anderem bei Sudja. Die ukrainischen Streitkräfte rücken in der russischen Region Kursk weiter vor. Nach Angaben der ukrainischen Militärführung kontrolliert die Ukraine in Russland mehr als 1200 Quadratkilometer und mehr als 90 Ortschaften. Wir erreichen unsere gesetzten Ziele. Priorität hat nach wie vor die Aufstockung des Austauschfonds für die Ukraine. Mit Austauschfonds meint Selenskyj russische Soldaten, die die Ukraine in Russland gefangen genommen hat. Es handelt sich um hunderte Kriegsgefangene, die den Druck auf die Kremlführung erhöhen. Viele von ihnen sind Wehrpflichtige, von der russischen Militärführung ins Kampfgebiet geschickt. Während die Ukraine in Kursk auf dem Vormarsch ist, rückt Russland im Donbass weiter vor. Die Stadt Pokrowsk ist nur noch 10 Kilometer von der Front entfernt. Mehr als 50.000 Menschen sollen sich noch dort befinden. Sie alle werden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Um uns herum ist viel zerstört. Da zu bleiben wird immer beängstigender. Es ist sehr beängstigend. Nachts kannst du nicht schlafen, es knallt, es fliegt. Es ist schrecklich. Wir sind nur mit Mühe da rausgekommen. Jeden Tag flüchten hunderte Menschen, denn Pokrowsk droht zu einem neuen Bachmut zu werden. Die Stadt war über viele Monate heftig umkämpft und wurde von russischen Truppen nahezu vollständig zerstört. Reportagen und Hintergründe zur Lage in der Region Kursk und zur neuen ukrainischen Strategie gibt es in einem Weltspiegel extra um 22.50 Uhr, gleich nach den Tagesthemen. Sie sind relativ kostengünstig und haben oft viele Extras. Elektroautos werden in China immer beliebter, auch weil die Regierung mit hohen Kaufprämien lockt. Nur noch rund 60% der neu zugelassenen Autos fuhren in der ersten Jahreshälfte mit Benzin oder Diesel. Für deutsche Autokonzerne ist das ein Problem. Bislang setzen sie in China vor allem auf Verbrennermotoren. Rush Hour in Peking. Auf den Straßen immer mehr Elektroautos, zu erkennen am grünen Nummernschild. Blau die Verbrenner, für sie gelten in Metropolen Beschränkungen. In Peking etwa werden Verbrennerzulassungen nur noch per Losverfahren vergeben. Ich habe nur eine Zulassung für ein E-Auto erhalten. Deutsche Autohersteller haben wenige E-Autos im Angebot und verlieren Marktanteile. Eine ähnliche Situation bei US-Konzernen. Auch japanische Firmen fahren deutliche Verluste ein. Heimische Hersteller haben hingegen stark zugelegt. Mit Spielereien als Statussymbol. Ein Auto springt auf Kommando. Entertainment-Systeme und Massagesitze sind mittlerweile oft Standard. Es tobt ein Preiskrieg um Kundschaft, auch unter den knapp 100 chinesischen Herstellern, die teils mit staatlicher Unterstützung entstanden sind. China als neuer Wettbewerber. Deutsche Autokonzerne, so sehen es Experten, müssen nun entschieden neue Wege einschlagen, allein um Marktanteile zu halten. Die zentralen Einflussfaktoren sind Elektromobilität, aber längerfristig auch autonomes Fahren. Wenn es gelingt, in diesen Feldern wieder ganz vorne mitzuspielen, kann Deutschland seine starke Rolle in der Automobilindustrie wieder halten. Aber die nächsten 3-4 Jahre sind dafür entscheidend. China ist für deutsche Hersteller ein schwieriger Markt geworden. In Thüringen haben Demonstranten gestern einen Wahlkampfauftritt des dortigen AfD-Spitzenkandidaten Höcke verhindert. In Jena protestierten etwa 2000 Menschen gegen die Partei, unter anderem mit Sitzblockaden. Dabei kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Am 1. September wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Dann könnte die AfD dort stärkste Kraft werden, so Umfragen. Laut Verfassungsschutz ist der Landesverband gesichert rechtsextrem.
und Tschüss, Björn, als hätten sie da schon geahnt, wie der Abend ausgehen wird. Es ist offensichtlich, diese Demonstranten und Demonstrantinnen halten nicht viel von der AfD. Etwa 2000 von ihnen sind in Jena zusammengekommen, um gegen eine AfD-Wahlkampfveranstaltung zu protestieren, zu der auch der Thüringer Spitzenkandidat Höcke erwartet wird. Die angemeldeten Demos sind zunächst friedlich, doch dann kippt die Stimmung. Unter anderem, nachdem laut Polizei einige Demonstrierende versucht haben, Absperrungen zu durchbrechen. Die Polizei spricht von einer hohen zweistelligen Zahl Gewaltbereiter. Und von denen wurde auch regelmäßig Gewalt auch gegen Einsatzkräfte ausgeübt. Und deswegen wurde auch im Endeffekt sich dazu entschlossen, dass die Anreise der Schutzperson, der Herrn Höcke, nicht stattfindet. Zu unübersichtlich, zu viele Menschen, so die Einschätzung der Beamten. Dass Höcke wieder abreisen musste, nennt die AfD heute ein Armutszeugnis für die Demokratie. Es ist offenkundig so, dass die Polizei offensichtlich nicht über den notwendigen politischen Rückhalt verfügt, um konsequent die Durchsetzung des Veranstaltungs- und Demonstrationsrechts der stärksten Oppositionspartei hier in Thüringen durchzusetzen. Auch wenn die Demo-Veranstalter zu friedlichem Protest aufgerufen hatten, sie feiern die Absage der Höcke-Rede. Es ist auf jeden Fall ein sehr großer Erfolg, den wir da verzeichnen konnten. Wir haben uns erfolgreich dem Auftritt des Faschisten Björn Höcke hier in Jena widersetzen können. Für einige Teilnehmer hat die Demo jedoch ein Nachspiel. Die Polizei hat 12 Straftaten registriert. Sie gilt als weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele, die Gamescom. Von heute an strömen wieder Fans und Fachleute nach Köln, um die neuesten Spiele zu testen. Bis Sonntag werden mehr als 300.000 Besucher erwartet. Doch die Stimmung in der Gaming-Branche ist getrübt. Deutsche Firmen befürchten, dass sie den Anschluss an die Konkurrenz verlieren. Eins ist klar, die längsten Schlangen, den größten Andrang findet man nicht vor deutschen Spielen, eher vor internationalen Klassikern wie Assassin's Creed. Viele deutsche Spielehersteller träumen davon, so einen Welthit zu produzieren. Hier und da gelingt das schon doch zu selten, beklagen Games-Entwickler in Deutschland schon seit Jahren, auch wenn es durch eine staatliche Förderung zunächst nach Besserung aussah. Wir haben wirklich einen tollen Aufwärtstrend gesehen, als die Förderung eingeführt wurde 2020. Also mehr Unternehmen, mehr Fachkräfte, da ging es so richtig nach vorne. Aber jetzt stagniert das Ganze. Die Fördermittel sind leer. Wir zahlen nur ein Viertel von dem, was andere Länder machen auf der Welt. Laut Verband führte die Förderung dazu, dass die Zahl der Spieleentwickler seit 2020 um gut 50% anstieg. Inzwischen gibt es in Deutschland knapp 1000. Die meisten Unternehmen wurden in NRW, Bayern und Berlin gegründet. Doch nun geht der Trend radikal in eine andere Richtung. Ein Grund: fehlende Wettbewerbsfähigkeit. Die gestrichenen Fördergelder im Bundeshaushalt bringen da weitere Unsicherheit und würden auch den Wirtschaftsstandort schwächen, sagt zum Beispiel Lars Jansen vom deutschen Spieleentwickler Deck 13. Wir sind einer der stärksten Märkte weltweit, was den Umsatz mit Computern und Videospielen angeht. Leider gilt das nicht für unsere eigenen Produktionen. Und ich glaube, dafür ist diese Verlässlichkeit total wichtig, um so eine Zukunft zu bauen, dass wir starke, wachsende Studios in Deutschland haben, die diese Spiele herstellen. Damit bei einer kommenden Gamescom der Andrang auch vor rein deutschen Game-Hits lang ist. Er war Kapitän, WM-Sieger und viele Jahre die Nummer 1 im deutschen Tor. Jetzt hat Manuel Neuer seine Karriere bei der deutschen Nationalmannschaft beendet. Damit war sein letzter Einsatz im DFB-Trikot bei der Heim-EM in diesem Sommer. Liebe Fans, liebes Fußball-Deutschland, ja, irgendwann musste der Tag ja kommen. Mit dem heutigen Tag endet meine Karriere bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Manuel Neuer ist längst ein Markenzeichen des deutschen Fußballs. Für seine Mitspieler war er einfach nur... Er ist der beste Torwart der Welt. Seit 2009 unangefochtene Nummer 1 im deutschen Tor. Vor ihm hatten die größten Respekt. Über 15 Jahre ist mein Debüt jetzt her, als wir bei den Vereinigten Arabischen Emiraten gespielt haben und ich ultra nervös gewesen bin. Abgezockt 2014, Weltmeister. Aber immer wieder plagen Neuer Verletzungen, seine kniffligste, Unterschenkelbruch nach einer Skitour. 11 Monate Pause, gerade rechtzeitig wieder fit für die Heim-EM 2024. Auch mit 38 Jahren immer noch Weltklasse. Nach 124 Länderspielen geht der letzte Weltmeister von 2014. 7 Jahre war er Kapitän. Liebe Fans, ein riesen Dankeschön von meiner Seite. Ich persönlich habe es geliebt, das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu tragen. Vielen Dank dafür. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 22. August.
Hochdruckeinfluss sorgt morgen im Süden und in der Mitte für sonniges Wetter. Im Norden machen sich Tiefs bemerkbar. Dort bleibt es in der Nacht wolkig mit noch einzelnen Schauern, vor allem an der Ostsee. Nach Süden hin ist es gering bewölkt oder klar und morgen überwiegend sonnig. Im Norden zwar wolkiger, aber meist trocken. Im Nordseeumfeld kann es mal etwas regnen. Heute Nacht in den Tälern der Mittelgebirge frische 8 bis 6 Grad. Morgen werden auf Sylt 19, am Oberrhein 28 Grad erreicht. Am Freitag im Norden und Westen dichte Wolken, etwas Regen und sehr windig, sonst weiter viel Sonnenschein. Am Samstag oft sonnig und heiß, im Westen und Nordwesten später Schauer und Gewitter, die am Sonntag die Südosthälfte erreichen. In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Julia Niharikasen fragen wir, warum populistische Parteien im Landtagswahlkampf so großen Zulauf haben. Und wir blicken in den Iran, wo viele Menschen unzufrieden mit ihrer Regierung sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.